Wir hatten heute ein wunderbares Wetter gehabt und ich habe von meinem Spaziergang einige so spätsommerlichen Anfang Herbst Pflanzen mitgebracht und ich möchte versuchen, diese Zeit, also so ein bisschen herbstliche Stimmung, mit der Jelly Plate aufzufangen. Einige von euch kennen schon mein Monoprinting mit Pflanzen Video. Wer noch nicht kennt, hier oben und unten in der Infobox verlinke ich das. Da habe ich mit Blumen und Trockengläsern Gräsern. Auch hier ist noch eine kleine Spinne. Na, die hat hier nichts zu suchen. Okay, ich bringe die erstmal nach draußen. Okay, wo war ich denn stehen geblieben? Okay. Ich möchte diesmal versuchen, also nicht mit Gräsern, nur mit Blättern und Pflanzen, so ein bisschen diese spätsommer-herbstliche Stimmung anzufangen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ach, wenn einer von euch das nachmachen wird und man solche Pflanzen hier hat, die haben Dornen. Also ich habe hier schon die mehr oder weniger abgebrochen, aber ich werde das hier jetzt noch akribisch gleich mit einem Messer oder was abschneiden, weil ihr euch dann die Jelly Plate ruinieren könnt. Ne? Also schön gucken, ich habe hier noch eine Pflanze, das ist von der Wildrose. Diese Dornen werde ich auch noch entfernen, bevor ich das gleich hier diesen Versuch starte. Ich habe die beiden wirklich akribisch nach Dornen abgesucht, weil das habe ich getrennt, das war zusammen, aber ich denke mir, wenn ich das gleich drucke, ist das besser, damit das dazwischen nicht irgendwo etwas ist. Vor allem bei diesen hier, weil der auch hier ganz hinten, nicht nur auf dem Stängel hier, auf dem Ast, aber auch, hier hinten, wo die Blättchen sind, hatte auch so Dornen. Also da werde ich euch empfehlen, darauf aufzupassen. Und ich nutze heute wieder die Amsterdam Acrylfarben und zum Abziehen den Butterbrotpapier. Ich möchte mit dem Hopfen versuchen. Dazu nehme ich etwas Braun. Und etwas Schwarz. Das ist ein ganz kleines Klecks zu wenig. Das wird schon so gehen. Da hier etwas von diesen lieber. Tja, die Schwierigkeit, eine Komposition zu finden. Ich denke mir, ich lasse das jetzt so. Thank you.
Also ich glaube, mit dem Hopfen könnte ich öfter mal arbeiten. Es riecht unheimlich schön, wenn man es drückt oder berührt. Ja, und der möchte hier auch etwas sehen. Er bewundert jetzt gerade, wie seine Geschwister da unter dem Papier abgedrückt werden. Hey, der Kaufdruck sieht auch schon schön aus, ne? Und warten, bis es trocken ist. Der Hopfen ist normalerweise grün. Deswegen bemale ich den auch etwas grün. Ich mische mir hier auf der Seite wieder Farbe. Das ist schon mal schön. Und die Blätter von den Hopfen sind eigentlich auch grün. Aber um ein bisschen Farbe in das Ganze zu bringen, werde ich hier auch ein bisschen Farbe reintun. Und zwar ein bisschen rötlich-orange. Das ist ein bisschen dunkelgrün, mische ich mit einem hellen. So. Ich bin wirklich neugierig, wie das aussehen wird. Warte ich noch ganz bisschen, dass das trocken ist. Alles schön trocken und weiter geht's. Hier sieht man so ganz viele
kleine Samen oben drauf. Ja, ich glaube, damit werde ich noch einige Zeit zu kämpfen haben. Na, ist das schön oder ist das schön? Einfach schön, ne? Ja, und hier von diesen Fussel sind das hier, naja. Okay, ich lasse die Fussel hier. Also Leute, probiert mal das aus. Dieses Gefühl, wenn man das dann abzieht und man sich das anguckt und man sich denkt, wow. Wir machen noch einen und ich nehme wieder hier drin und schwarz. Und ich habe hier so wilden Wein. Ich glaube, das wird nichts, weil das am Ende echt ein bisschen zu dick ist und das wird immer noch von der Platte abgehen. Okay, wir versuchen das erstmal so. Und ein Blatt nehmen wir einfach so hier. Genau, das gefällt mir. Und hier habe ich so kleinere. Die lege ich einfach hier dazu. Boah, bleibst du bitte liegen? Es fehlt einfach nicht. Ja, lassen wir so. Jetzt nehme ich diesen Ausdruck, was wir schon hatten. Ja, ihr wisst schon, ich versuche jetzt so viel wie möglich von der Farbe hochzunehmen.
Um diese Ecke muss ich mich gleich kümmern. Das war das Papier ein bisschen zu kurz. Und hier bleiben manchmal so unruhige Stellen, weil dieses Papier darf dann natürlich falten und manchmal kriegt man auch das noch ein bisschen weg. Schaut euch diesen Kaufstück jetzt an. Der ist schon klasse. Okay. Ich muss euch das näher zeigen. Ihr seht das nicht wegen dem Schatten. Schaut. Einfach klasse, ne? Und warten, bis es getrocknet ist. Alles schön trocken. Ich werde hier gerne etwas Farbe ins Spiel bringen. Deswegen habe ich mir hier schon so ein bisschen Gelb, Braun und Kaminrot und dieses Orange gekleckst. Und werde so ein bisschen das ausmalen. So, ich glaube, das reicht. Und ich glaube, hier kann ich mich trauen, auch noch gleich die... Ja, ist trocken. Letzte Schicht drauf zu packen, weil das war so... Schön. So, auch immer eine dünne Schicht und zwar so, dass man schon fast die Zeichnung unten sieht. Und jetzt das Papier.
Oi, 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 oi. Sieht das klasse aus. Herbst in ganzen Pracht. Schaut. Also dieser Druck ist einfach nur genial. Na, was sagt ihr dazu? Einfach schön, oder? Einfach schön. Ich möchte jetzt tatsächlich versuchen, das zu drucken, aber ich werde hier das etwas flacher machen. So, ich denke mir, das wird vielleicht gehen. Okay, erstmal Farbe drauf. Da nehmen wir schon wieder ein bisschen grün. Ich frage mich, wie ich das am besten packe. Ich glaube, das Bild wird so schön sein. Und hier noch und ich habe hier so einen Großdruck und ich nutze die Papiere nochmal. So, ich nehme das hier und drücke das einfach auf der anderen Seite. Ich arbeite nicht hier, wenn das so ganz viel ist und man das nicht flach legen kann, arbeite ich mich eben von der einen Seite langsam auf die andere. Man muss zwischen den Schichten warten, damit es trocknet. Aber der Vorteil ist, dass mir das jetzt nicht so schnell austrocknet, dass ich nicht so schnell arbeiten muss und mir ganz einfach hier Zeit lassen kann, und Ruhe, um die Farbe abzuziehen. Na, ob das hier was wird mit diesem Kugelchen. Vielleicht war das nicht die beste Idee. Aber ihr kennt schon das. Ich sage gerne, Versuch macht klug. Aber ich glaube, das wird nichts. Es sind auch zu viele Blätter, die aneinander drauf gehen.
Ich fürchte aber, naja, ich kann mir lassen ganz viel Zeit und jetzt geht das hier nicht ab. Okay, dann ist es eben so. Ich habe letztens bei Marc gesehen, dass er das hier genutzt hat, um Farbe zu entfernen. Also, oh ja. Ja. Hey, das ist eine Idee. Hier traue ich mich hier nicht mehr, weil ich das verschiebe. Naja, lassen wir uns überraschen. Ja, hier jetzt zwischendurch ist sehr viel Farbe übrig geblieben. Und hier auch. Ich werde jetzt erstmal das trocken lassen. Also das hier wird wahrscheinlich ein bisschen too much. Aber wenn man hier eine andere Farbe noch drauf packt, vielleicht sieht das dann doch gut aus. Also lassen wir uns überraschen, erstmal trocken lassen. Also versuchen wir es. Ich bin am Überlegen, ob ich hier auch noch irgendwo etwas Farbe lasse oder ob ich das ganz einfach nur so hier auf dieser Seite so belasse. Ich werde etwas Grün dazu geben. Obwohl das ist schon Grün, aber so heller. Ich habe die Blätter jetzt alle ein bisschen mit dem Grün bemalt. Alles ist jetzt wunderbar trocken. Und die letzte Schicht.
wirklich wunderschön ab. Und sieht klasse aus. Okay, hier habe ich eine Stelle. Dann ist mir hier die Farbe ein bisschen geblieben. Da konnte man kurzerhand gleich etwas draufmalen, vor allem da ich hier gerade Farbe habe. So. Und ich habe so ein bisschen befürchtet, dass diese ganz dunklen Stellen hier, dass das nicht aussehen wird. Trotzdem finde ich, wäre schöner, wenn das noch ein bisschen mehr abgedruckt wäre. Aber trotzdem, durch diese Farbe, was ich dazu gegeben habe, diese Rot-Orange hier und hier dieses Grüne, sieht das doch nicht so too much. Und ich finde, dieser Druck sieht klasse aus. Wirklich schön. Und wie alle von euch, die dann solche Stelle haben, und sie denken, oh, dieser Druck ist kaputt. Was kann ich denn machen? Sieht nicht gut aus. Eine ganz einfache Methode. Ganz bisschen Farbe auf den Finger. Und ganz vorsichtig. Jetzt habe ich hier schon zu viel genommen. Hier müsste ich eher grün nehmen. Das etwas wegzukaschieren. Ich möchte das aber hier grün nicht nehmen, weil ich, wenn ich hier grün nehme, dann werde ich ja eine Fläche haben. Hier habe ich das, naja, das sind Muster und dann nehme ich auch von dieser Farbe hier und wenn die ganz dünner ist, dann wird das Grüne nicht zugemalt. Und so. Bisschen die weißen Stellen kaschieren. Dann hätten wir jetzt die Drucke. Einmal das. Dann hatten wir das mit, ja, egal wie man das dreht, das ist sowieso schön, mit dem Hopfen. Und hier das mit den Feinblättern. Danke, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.